Ja, ich bin 12,5. Und du? Was? Hast du eine Playsee? Eine PlayStation, ne? Okay. Wollen wir Fortnite spielen? Ne, du ruf und so. Kiss me, Daddy. Kiss me, baby, one more time. I gonna seek your anana. Ja, einmal dünner mit alles scharf, ja? Einmal dünner mit alles, genau. Ja, dann hätte ich gerne noch einen Lamachun, ja? Lamachun. Warte, ich sag dir, wie man das richtig ausspricht. Lamachun. Nee, ich meine das ohne. Ich esse nur Schweinefleisch. Ach so, Schweinefleisch ist nicht haram. Ja, aber Lama essen ist ja auch. Die haben auch nur so eine gespaltene Pfote. Weißt du, was Haram bedeutet? Haram ja. Ist verboten. Weißt du, was Allah bedeutet? Übersetzt ins Deutsche heißt Gott. Hä? Nochmal. Allah heißt Gott übersetzt. Wenn ich mich über etwas aufrege, mit meinen Freunden abhänge, sage ich auch immer Allah, du Wichser. Hallo? Hallo? Hi. 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 Was geht? Hi. Tut mir leid, dass ich frage, aber irgendwie hörst du dich komisch an. Bist du weiblich oder männlich? Ich bin eine Frau. Wow. Hörst du dich aber ziemlich männlich an. Oh, danke. Ich sollte jetzt nicht böse sein, aber alles gut. Hab ich Bock auf Arschfick und du? Ich fühle mich geehrt, ich nehme seit 2 Jahren Hormone, endlich schlägt's an, ja? Boah, ich hab voll Bock auf Arschfick. Mir egal, was ich in Arschfick hab. Kerl, Weib, Transe oder so. Hast Bock? Was sind das für Familienverhältnisse? Familie, was hat mein sexuelles Leben mit Familienverhältnissen zu tun? Ja, von irgendwo muss das doch herkommen, oder? Ich meine, von irgendwo ja, muss doch die. Meine Mutter schluckt auch schon an mir Geschwänze in der Hölle. Naja, meine Mutter war auch mal jung, ne? Und die hat bestimmt auch die Sau rausgelassen, ne? Ja, das willst du aber bestimmt nicht wissen. Nee, natürlich will ich das nicht wissen. Du hast doch damit angefangen. Ja, ich will aber nicht wissen, was deine Mutter in der Vergangenheit gemacht hat, welche Schwänze die gelutscht hat. Ja, aber eben hast du da eher darauf angespielt. Also irgendwie macht dich das geil, Frauen Mitte 50... Boah, mich auch. Das macht mich auch irgendwie geil. Irgendwie habe ich gerade voll Bock auf Arschfick. Oder eingeblasen zu kriegen. Was soll man dir denn blasen? Ein Ohrläppchen oder was? Dein Ohrläppchen, das nehme ich gerne. Auf gar keinen Fall, das ist meins. Ewi, komm jetzt mal mit den Kindern. Ja, auch ins Auge, kein Problem. Hä, warum denn? Ja, dann hast du es wenigstens kommen sehen. Das ist schon witzig. Finde ich auch. Ja. Hast du wenigstens Titten? Wie bitte? Du hast Titten oder hast du Silikon? Ich hab Titten und ich hab Nippel, die sind so groß wie ein Tassenuntersetzer. Ja. Ja, aber ich hab keinen Bock darauf, wenn du die auf den Rücken wirst und dann ein bisschen hin und her schüttelst, dass dir der Rücken gewaschen ist. Das ist total krank. Also wirklich, jetzt mal Real Talk so. Ich würde dir echt gerne psychologische Hilfe anbieten. Das ist krank. Irgendwie finde ich das geil. Du stehst auf Frauen Ü80, oder? Ich steh auf dicke Titten. Nicht Kartoffelsalat. Nice. Stehst du auch auf Männertitten? Ich auf Transen oder sonst jemals, den ich einfach in den Arsch ficken kann. Finde, du redest schon wieder nur von Arschficken. Was hast du denn zwischen den Beinen? Hast du einen Penis oder eine Muschel? Was du möchtest so. Ich habe eigentlich einen kleinen Penis, aber wenn ich hier nach innen drücke, dann kann ich auch eine Vagina simulieren. Boah, dann kannst du mich ja auch in den Arsch ficken. Die Sache ist halt so, dass ich komme da ja gar nicht dran. Ja, so, weil du hast ja auch Arschbacken, die sind ja auch ein bisschen dick. Ne? Und wenn deine Arschbacken ungefähr 3 cm dick sind, dann fehlen mir immer noch 2 cm, bis ich den Arschloch berühre. Oh, tut mir leid, dass du ein Puddingpanzer bist, aber ich nicht. Ja, Gott sei Dank, weil mit 2 Fetten funktioniert das nicht. Ne? Das wäre so, als wenn zwei Gymnastikbälle aneinander prallen. Ich bin 1,60 groß und wiege 62 Kilo ohne Klamotten. Ich bin 62 cm groß und wiege 176 Kilo. Ich bestehe aus Muskeln und Samenstränge. Fick dich in den Arsch. In den Arsch? Nein, meine Puppe. Hallo. Durch Arschfick wird man nicht schwanger und ich ficke nur in den Arsch. Das hätten deine Eltern auch lieber mal machen sollen. Hallo. Hey, wie geht's? Gut, und dir?
auch gut was machen. Ein bisschen Base-Chat, ne? Ja, Baby. Ja? Ey, du Penner, ich weiß, dass du ein Typ bist, red nur mal mit mir. Wie ich? Auf Typen, ist egal. Hä, ich bin doch gar kein Typ, Mann. Alter, du hast so eine hässliche Trantenstimme. Weil die Hormone endlich wirken, die Hormone wirken. Du bist niemals ein Olle, Alter. Du hast bestimmt 30 cm Schwanz zwischen deinen Beinen, Alter. Aber dafür ganz schön stabil, hä? Weiß ich nicht, hast du schon gemessen? Ja, eben kommst du mir mit 30 cm, muss da irgendwas dran sein, oder? Ja, Mann, 30, Digga. Weißt du, wie hart das wäre, Alter, wenn das im Arsch ist? Das wäre zu hart, Alter, das wäre zu hart. Na? Ey, eine Frage geht dich da noch. Ist dein Schwanz beschnitten oder nicht? Weil sonst hat das keinen Sinn, wenn das nicht beschnitten ist. Nee, der ist nicht beschnitten. Also ich komme immer nach 2 Minuten. Ah, scheiße, Mann. Kennst du diese Rakete, diese Kopfeiche von einer Rakete? Meinst du bei Hunden oder so, wenn die eine Latte haben oder was? Ja, ich meine ganz normal diese Bombe, diese Rakete, was die im Militär einsetzt. Es gibt viele verschiedene Bomben im Militär. Ja, aber Rakete, diese Kopf von Raketen, diese Atombomben, du weißt, es ist ja spitz, aber auch so ein bisschen ganz gleich rundlich, ne? Meinst du jetzt die Spitzen oder meinst du jetzt die ganz Spitzen aus so einem Cartoon? Anfangsspitze, ganz vorne. Ja, aber Ding, du musst halt bedenken, so, die sind nicht richtig spitz. Also in Comics sind die spitz, aber in echt sind die alle rund wegen der Aerodynamik. Ja, genau. So sieht das aus, wenn du es beschneiden würdest. Verstehst du? Es muss so sexy aussehen. Meinst du jetzt rund oder spitz? Rund, ganz leicht rund. Also nicht ganz spitz? Nein, man geht doch gar nicht wieder. Ja, weiß ich nicht. Eben frage ich dich, da sagst du so spitz wie eine Rakete. Wie gesagt, lass es beschneiden und danach können wir weiterreden, Digga. Aber ey, du hast meinen Respekt, Digga, ne? 30 Zentimeter. Ja, Mann, das ist ein richtiger Unterarm, ne? Ey, dann müsstest du dir quasi dir 3 Paar Schuhe kaufen, ne? 3 Stück geht, Mann. Ne, wenn ich ficken will, fahre ich immer 1 Stock höher beim Fahrstuhl, damit ich von oben vom Balkon von der Nachbarin runterkomme. Sonst ist es zu viel. Das ist Körperverletzung. Ey, eine Frage habe ich da noch. Ey, sorry, aber ich muss das fragen. Wenn du 30er hast, ne? Wie sieht denn deine Eier aus? So wie diese Himbeere? Oder sieht das aus schon wie Kokosnüsse? Nee, die habe ich mir entfernen lassen. Das war dann wirklich too much. Ne? Das war viel zu schwer. Hat nicht zu deinem Kolli gepasst, ne? Ja, nee. Die Sache ist so, wenn du da so 2 M&Ms hast, ja, aber hast eine riesige, Gurke da unten dran hängen. Okay, aber wie geht das denn, wenn du ohne Eier, also... Kriegst du überhaupt einen Ständer ohne Eier? Naja, die Hoden haben ja eigentlich nichts mit der Erektion zu tun, ne? Natürlich, Mann. Ist das crazy oder was? Also die Hoden haben nichts mit einer Erektion zu tun. Aber doch, aber hallo. Geh doch googeln, Alter. Natürlich, Mann. Du willst ja Sperma produzieren. Wie denn ohne Eier? Ja, aber Sperma produzieren heißt ja nicht, eine Erektion zu bekommen. Natürlich, Digga, Mann. Da muss doch was reingepumpt werden. Hallo? Hä? Denkst du wirklich, dass der Penis sich mit Sperma aufpumpt und deswegen groß wird? Nein, dazu gehört noch Wasser, Körperflüssigkeit, Blut und natürlich auch ein Teil von Sperma, aber wenn eins davon fehlt, dann ist das doch kein Ständer, Digga. Also ein Hoden ist ja nur für Spermaproduktion zuständig und Spermaspeicherung, aber eine Erektion bekommt man auch ohne Hoden. Na, ich weiß nicht, Alter, wenn da keine Saft rauskommt am Ende, ist das für mich keine Erektion. Ich krieg ja aber keine Erektion, weil ich mir vorstelle, wie der Saft aus meinem Penis läuft. Ja, ich weiß nicht, Mann. Das wäre wie gefälschte Puma, Alter, die man hier ein paar typischen Passar kauft, Alter. Ein Uhr, Schuhe, was du willst. Eier gehört dazu. Lass dir ein paar noch dran machen, dann, ne, ist alles okay. Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Warum lässt ihr dann M&M's entfernen, Alter? Hä? Ja, weil das total unästhetisch aussieht. Braucht jeder, Mann. Eier musst du haben, Alter. Genauso wie deine 2 Nippeln da oben oder wie 2 deine Arschbacken. Eier gehört dazu. Ja, aber du kannst hier nur 1 reinstecken. Entweder Eier oder Pimmel. Egal, je nach Bedarf. Heute mal so, morgen so. Okay, vielen Dank für das interessante Gespräch, ja? Ja, ich danke dir auch. Ciao. Hi. Hi. Ey, du bist junge, du Hanso, mach dich wie ein Mädchen, ich hasse das, du Transe, du Hanso, und Schwuchtel, ich bin eine Mutter, ich steche dich ab, du Hanso. Ich glaube, mit meinen 20 Russen, ich bin eine Mutter, ich kriege gleich eine Mutter, du Hanso. Man verstanden, einmal machst du, ich bin eine Mutter.
Okay. Haben wir noch verstanden, Bruder? Ich komme mit meinen 30%. Ich verkaufe deine Mutter, du Hansohn. Okay, und dann? Wie und dann? Bruder, ich bin Hauptschule, oder? Ich fick deine Mutter, du Hansohn. Mach ich auf, hab ich du Hansohn. Ich stell mir gerade vor, wie so ein 45-Kilo-Hering in seinem Kinderzimmer mit Spider-Man-Vorhängen sitzt, ja? Mit dem Küchenmesser vom Kick für einen Euro und hier einen auf Gangster macht. Bruder, ich fick deine Mutter, du Hansohn. Ich bin 15 Jahre alt, du Hansohn. Du weißt doch nicht mehr, wie man das schreibt. Bruder, wie alt bist du, du Schwuchtel? Ich bin 12. Bruder, ich küsse deine Mutter in seine dreckige Fotze, du Hansohn. Hä, warum möchtest du jetzt meine Mutter küssen? Was hat denn meine Mutter damit zu tun, dass ich 12 bin? Bruder, deine Mutter ist gerade neben dir, die Glas, mein du Hansohn. Meine großwarische Schwanz, du Hansohn. Kannst du mal bitte einen Satz sagen, ohne das Haarwort? Ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich hinhören soll. Bruder, ich komme mit ein paar Marokkaner. Eben waren es noch Russen, also bitte. Ich bin deine Mutter, du Hansohn. Seid ihr die International Motherfuckers oder was? Oder ich bin der Motherfucker, wo deine Mutter fickt, du Bastard. Ja, das implementiert ja schon das Wort Motherfucker. Das ist ja auf Englisch und das bedeutet ja auf Deutsch Mutterficker. Oder du mach hab ich vergessen, was sagen du Hansohn. Ja, du hast ja eben den Satz angefangen. Wie kannst du denn vergessen, was du sagen willst, wenn du eben erst den Satz angefangen hast? Ey, hab ich vergessen, was sagen wollte, du Hansohn. Rufst du deine Katze oder machst du die ganze Zeit? Ey. Ja? Bruder. Ja? Weißt du, wer ich bin? Nee. Ich bin der, wo deine Mutter fickt, du Hansohn. Wie oft willst du das denn jetzt sagen? Hast du irgendwas zu kompensieren oder was? Bist du Jungfrau? Bruder, ich hab mit 8 Jahren eine Muschi weggepasst. Ja, nur weil das bei euch im Kinderheim so abgelaufen ist, dass die Pflegerin das von dir verlangt hat, heißt das ja nicht, dass du deswegen cool bist. Bruder, ich bin 15, Bruder, ich komme mit. Ja, was hat denn das eine mit deinem Alter zu tun? Aber ich schicke deine Mutter, du Hansohn. Ja, okay, das habe ich jetzt langsam verstanden. Ich meine, du hast das jetzt schon 10 Mal gesagt, so langsam habe ich es verstanden, aber wo bleibt der Content? Bruder, welchen Abschluss hast du? Sei ehrlich, Bruder. Wie, welchen Abschluss? Du meinst jetzt Schulbildung oder was? Ja, was ist Schulbildung? Abschluss, Bruder. Es gibt viele Dinge, die man mit Abschluss betiteln könnte. Ja, zumindest das, was du machen solltest, wäre so ein Lebensabschluss. Bruder, ich mache Hauptschule. Ja, das habe ich damit nicht gemeint, aber ich meine, das ist immerhin eine Perspektive. Ich meine, wenigstens bist du nicht mit der 8. Klasse von der Schule gegangen, ne? Ach, ich schicke ganze Lehrer ihre Muschi. Du sitzt wahrscheinlich in der letzten Reihe und wickst dir einen, während die Deutschlehrerin irgendwas an die Tafel malt, oder? Oder wer wickst einen, Bruder? Du wickst der, du kleine Scheiß Deutscher, du bist ein Hitler. Hitler hat deine Mutter gekriegt, du passt, dann bist du rausgekommen, du hast echt nicht im Geschichtsunterricht aufgepasst, oder? Die Freundin von dem Herrn Adolf, die hieß Eva Braun. Wer ist Eva Braun? Wer ist das? Junge, das ist doch nicht wahr, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Bruder. Weißt du wenigstens, wie der Hund hieß von ihm? Bruder, ich heiße auf Eva Braun seine gegarte Muschi, Alter. Also, ich sag mal so, wenn das in 30 Jahren mal, ja, meine Frührente bezahlt, weil ich mit Übergewicht im Krankenbett liege, dann aber holla die Waldfee, ja, dann bin ich lost. Bruder, ich war mit Drogen kicken, Bruder, mit Drogen, Bruder. Du machst Geld mit Drogen und dann gehst du zum Arbeitsamt und sagst, entschuldigen Sie bitte, ich brauche keinen Job, ich bin Drogenticker, wo kann ich meine 45% Steuern zahlen? Bruder, ich scheiß auf Steuern, Bruder. Ich bin ein Gangster, Bruder. Ich meine Kollegen, Albaner. Frag mal Uli Hoeneß, das war auch ein Gangster, ne? Der hat ja auch mit Steuern und sowas, ne? Den kannst du mal fragen. Araber, Marokkaner, Kurden, Türken, die dicken deutsche Mutter, Alter. Was hat denn eine Mutter, was ist denn der Unterschied, ob es eine deutsche Mutter ist oder eine andersländische Mutter? Ja, deutsche Mutter haben den Stampen. Was haben die? Deutsche Mutter sind Stampen. Woraus sind die außer entstanden? Wie? Was, eine deutsche Mutter ist entstanden, aber aus was ist die entstanden? Redest du jetzt von der Evolutionsgeschichte oder was? Bruder, mach mal nicht auf Abitur, Bruder, schick mir jetzt deine Ausbildung. Ich hab Realschule, okay, ich hab Fachabi, aber da haben wir nichts mit der Evolutionsgeschichte zu tun gehabt, ne? Also, ich war im Ethikunterricht. Bruder,
Bruder, was laberst du denn? Ich verstehe keine Worte. Was laberst du, Bruder? Ethik schreibt man mit H, ne? Ethik schreibt man mit E, du Hurensohn, Alter. Ja, und das in der Mitte ist kein H, ne? Das ist ein N mit einem großen Pferdeschwanz, oder was? Was laberst du jetzt, Bruder? Du machst mir das deutsche Number, Alter. Ein H. Das ist wie ein N. Nur da ist der Schwanz links größer, wie ein H. Weißt du, ein H, ja, und ein N. Ja, das eine hat einen kleinen Schwengel und das große, das hat einen großen Schwengel. Ich bin ein Ausländer, ich habe einen großen Schwanz. Ja, das war mir klar, dass du das wieder sexualisierst, das war mir klar. Ja, irgendwas stimmt mir denn. Ich würde dir gerne mal 50 Euro spenden irgendwie, damit du mal in Puff kommst oder so. Bruder, ich hab mit 7, 8 Jahren eine Muschel gelebt. Du hast Hausaufgaben. Ja, wie gesagt, das, was da damals im Kinderheim im Keller passiert ist, unter Druck der Erzieherin, das zähle ich da jetzt nicht mit, das war Nötigung. Bruder, du hast doch nie eine Muschel gelebt, du Bastel. Du weißt immer, wie eine Richtung und so. Glaub mir, wenn das Telefon Geruch übertragen würde, dann würde ich es jetzt riechen. Bruder, ich hab was? Ich hab sein und das Geld, oder was? Bruder, ich hab das Geld. Ja, du hast das Geld. Ich hab ein Auto. Hast du einen Ferienjob jetzt gehabt dieses Jahr, oder was? Ich meine, das war eh Corona-Ferien. Hast du hart gehasselt, ne? Hast du Zeitungen ausgetragen mit Mundschutz, oder wie? Deine Mutter zu ficken, du Hansohn. Ja, und die bezahlt dich dann dafür, oder was? Hä? Ja, wie, hä? Oder was haust du mir jetzt hier voll? Warum mach ich auf die Tür? Ich komm gleich zu dir und krieg deine Mutter zu und so. Ja, komm mal bitte hierher, Altschauerberg 8 in Emskirchen. Ich warte auf dich. Oder du bist bestimmt bei deiner Vertragsmieter, wo immer wichst du dir ein, du und so, und jetzt mal redest du mit dir. Wie kommst du jetzt bitte von Hausbesuch auf Wichsen? Das verstehe ich nicht. Ist das wieder für dich sexuell, oder was? Oder ich will mit 3 Bitches, eine Blase, eine fick ich Nasch, eine fick ich Muschi, eine leck meine Barte, Arschloch, Bruder. Was willst du mehr, Bruder? Und du wickst deinen Duhansohn. Nein, denkst du, bist du was? Ich will deine Mutter, Duhansohn. Du bist so, ich will deine Mutter in meiner Waschmaschine, du Bastard, Alter. Du hast verstanden, deine Mutter, ich will eine Stampe, Alter. Deine Mutter geht anschaffen in Bahnhofstraße, du Duhansohn, Alter. Du weißt schon, wer dein Vater ist, du und so. Komm, 1 gegen 1, ich bin deine Mutter, du Bastard, du scheiß Primi. Du und so, Alter. Komm her, 1 gegen 1, du Bastard. Ich schäme mich gerade, dass mein Opa damals für dich gekämpft hat. Mach den nicht. Welcher Uropa, du Bastard? Ja, mein Uropa, hab ich doch gerade gesagt, oder hast du auch einen Uropa? Oder der ist gestorben. Wahrscheinlich, ja. Deswegen sage ich ja so, Vergangenheitsform, gekämpft hat. Ja, also, das liegt in der Vergangenheit von der Gegenwart. Bruder, mein Opa hat deine Mutter vergewaltigt. Wie soll das denn bitte gehen? Das geht doch gar, das liegt doch zeitlich in gar keiner Epoche. Ja, in gar keinem Verhältnis. Ach, was laberst du mir jetzt hier voll, du Bastard? Machst du mir auch Abitur und so, gell? Das ist mein Abschluss, du Bastard. Ja, ich weiß nicht, was du von mir möchtest. Ist doch egal, welchen Abschluss ich habe. Ich kann mich wenigstens artikulieren, ohne in jedem zweiten Satz deine Mutter zu beleidigen. Hurensohn. Okay, das, ja, das finde ich gut. Wenigstens war das jetzt einfach auf den Punkt gebracht, ohne dazwischengelaber. Ey, sag deine Mutter, soll meine Nase aber kostenlos. Was? Sie soll an deiner Nase kosten? An meinen Schwanz, du Hurensohn. Das ergibt gar keinen Sinn. Bruder, du kriegst meinen Kopf, Alter. Ihr kommt so, dass ich von meiner Frau richtig eine fette Arsch und fette Fotze, Alter. Und geile Brüste, Alter, wo es in den Arsch geht, du und so. Nicht so lachen wie du und so. Geht dein Boot. Hab ich vergessen, was sagen wir, Alter. Das ist richtig interessant, erzähl mir mehr davon, ja? Bruder, ich geh jetzt, wo ich geh, paar Bitches. Geh deine Mutter fliegen. Wen willst du denn diese Uhrzeit klären? Die eine Hälfte davon ist zahnlos und die andere ist Ü50. Geh deine Mutter fliegen, halt schon. Hallo. Hi. Hallo. 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 Wie geht's? Ja, gut, und dir? Auch ganz gut, wo kommst du? Wo ich eigentlich komme oder wo ich jetzt wohne? Ja, beides. Also ursprünglich komme ich aus Kalkutta, das ist neben Bangladesch, aber momentan wohne ich in Mannheim am Rhein, ja? Achso, okay. Wie alt bist du? Ja, ich bin 32 Jahre alt. Hallo? Hallo. Wo kommst du? Woher ich komme oder wo ich jetzt wohne?
Ja? Ey, was lässt du mich aus? Sag mal, machst du dich gerade kicherig über meinen Akzent oder was? Hör mal auf zu lachen, ja? Ey, hallo, hallo, hör mal auf jetzt, ja? Komm mal. Olga. Olga, hör mal auf, ja? Hallo. Hallo. Was geht? Ja. Ja? Oh. Oh? Was hast du geschluckt, Junge? Wie, was hab ich geschluckt? Gar nichts, das ist mein Akzent, ja? Hallo. Hallo. Ja. Ich habe diese Nummer. Nein, die kommen aus Stuttgart und so. Ja, Stuttgart, beste Stadt, ja? Da war ich mal 2 Jahre im Flüchtlingsheim, ja? Hallo? Ey, mach dich nicht kicherig über meinen Akzent, ja? Nee, ich versteck dich, Alter, ein Schwanz. Was? Warte, ich versteck den Schwanz. Was für ein Pimmel? Alter, du bist auch, Digga. Hey, ich versteh grad nicht, ja? Das ist mein Akzent so. Ich red hier und du machst dich kicherig darüber, ja? Hast den Kopf geraucht. Was hab ich geraucht? Du bist doch mal voll gestaut, Alter. Nee, ich komme aus Kalkutta, das ist neben Bangladesch, ja? Und du messt mich hier so komisch an, ja? Woher kommt der? Aus Kalkutta. Aus Sambuka. Kalkutta, ja? Mit K, mit K, nicht Sambuka oder sowas, ja? Aus Kalkutta. Ja? Ja? Nee. Wie GTA? Oder Mädchen? Junge, hast du GTA? Nein. Ja, ja, manchmal spiele ich GTA, ja? Türke? Was? Bist du Türke? Nein, ich komme aus Bangladesch, ja? Also eigentlich Kalkutta, aber ist Nähe von Bangladesch. Bangladesch ist nichts größere Stadt, ja? Liegt in Indien. Sprich mal aus deiner Sprache irgendwas. Was? Sag mal hallo, ich bin aus deiner Muttersprache, sag mal was. Ich weiß nicht, ich hab meine Mutter nie kennengelernt, ja? Ich bin im Kinderheim groß geworden, ja? Deine Muttersprache, Spassi. Ja, hab ich doch gesagt, was soll ich wissen, ja? Ich bin im Kinderheim groß geworden. Alter, reden da doch kein Deutsch, also Junge. Eigentlich komme ich aus Kalkutta, ja? Nee, die reden da doch kein Deutsch in Bangladesch, oder hab ich mich ja jetzt. Also die Sache ist folgende, ja, im 20. Jahrhundert gab es große Kolonialisierung, ja, zwischen England, Deutschland und zwischen Holland, ja? Was? Jetzt sagt man, jetzt sprech mal irgendwie auf deiner Sprache irgendwas. Da verstehst du aber gar nichts. Nach einer Tagüberfahrt. Was? Nochmal bitte, was? Halt die Fresse. Sei mal nicht so frech, ja? Hey, sag mal, sprech mal irgendwas auf deiner Heimatsprache. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, sag mal, hallo, ich bin... Hast du nur Deutsch? Nee, warte mal, hallo, mir geht's gut, ich bin der und der. Also ich sag einfach, hallo, mir geht's gut, ich bin der und der, oder was? Ja, genau. Okay. Wir müssen doch auf Großbritannien. Aber auf deiner Sprache. auf Muttersprache, ja? Ja, auf Bangladescher oder so, wie das heißt. Das ist klar, da auch. Verwirbel, damit uns die Medien folgen. Ja, hallo. Ja, mach noch mal deinen Hintergrund da aus. Ja. Hast du aus, ja? Ja. Hallo? Ja, hallo. Hallo, mein Deckhund, auch mehr Nam Ranjit Hai. Was? Hast du eine Schwester? Ne, hab ich nicht, ja. Ich hab 3 Brüder, hab ich aber, ja. Die machen Kurbetrieb in Kalkutta. Hallo? 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 Hallo, was geht ab? Ja, wie geht's dir? Geht's dir gut, ja? Mir geht's gut. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut, ja? Danke für die Nachfrage, ja? Ja. Ey, kann ich Pizza bestellen? Nee, ich mach nichts Pizza, ja? Hallo?
Hallo. Amina, was? Hallo? Hallo? Aha. Ja? Okay. Und dann? Ich bewerbe. Was? Ich bewerbe mich. Nochmal bitte, was? Ja, ich bewerbe. Nochmal, du musst ein bisschen lauter reden, ja? Und nicht so sexuell flüstern, ja? Was? Ich esse Ananas. Was für ein Ananas? Den Schlümpfe, den Nackerdatsch. Was für Schlümpfe? Nackerdatsch. Nackerdatsch oder was? Nackerdatsch. Peter Lustig. Lustig. Ich verstehe gar nichts, ja? Was? Wer? Ja, dein Vater. Was? Deine Mutter. Okay, und dann? Deine Oma. Hallo? Deine Oma. Hallo? Ja, hey. Ja? Ich ja, drück doch auf 0, ja? Okay. Und dann? Hallo? Willst du als Ritter hast du damals mit dem telefoniert haben? Ja, ja, und dann? Warum? Ja? Was? Hallo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam und Salam, ja? Wie geht's dir, Habibi? Habibi, mir geht's gut, ja? Das ist ein junges Mädchen, Bruder. Was? Oder mein Name ist Ranjit Kutapali, ja? Okay. Ja? Und dann? Hallo? 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 Ey, was machst du dich kichern über meinen Akzent, ja? Ey, ja? Mach dich mal nicht kichelig über meinen Akzent, ja? Ey, lach doch mal nicht, ja? Das ist voll respektlos und so, ja? Ey, Bremer, nur mal auf, Alter. Was? Hallo? Ja? Na, wir haben einen Gött. Wer hat einen Gött? Na, du. Na, du, hallo. Ich ist hier Schnecke. Was für Schnecke? Nein, mein Name ist Ranjit, ich komme aus Kalkutta. Bin ich deine Mutter? Was? Hallo? Ja, hallo? Ah, du schon wieder? Wer ist schon wieder? Ich hatte dich doch gerade eben schon. Nee, weiß nicht, ja? Doch, ja. Und dann? 10 Minuten. Nee, das kann gar nicht sein, ja? Doch. Nee, ich hab nur Prepaid Aldi Talk. Ich kann nur 5 Minuten am Tag telefonieren, ja? Ja, ich auch. Ja, cool. Wollen wir die 5 Minuten miteinander verbringen, ja? Aber wir haben doch vorhin schon telefoniert. Nee, kann nicht sein. Ich hab Aldi Talk erst seit einer Minute. Doch, wie geht's dir, Bro? Ja, gut. Und dir? Auch, auch. Was machst du gerade so? Nix. Ich telefoniere gerade mit fremden Männern, ja? Achso, ich bin. Achso, ja, krass, ich auch. Cool, ja, und dann? Ja, mal schauen, was der Abend noch so bringt, gell? Ja, und aber was heißt Abend? Ist schon 1 Uhr nachts, ja? Nacht ist noch jung. Ja, und dann? Schlafen gehen. Okay, und danach? Ja? Frühstück, wie ist das? Was? Frühstück, wie ist das? Wo Frühstück? Bei McDonald's oder was? Morgen nicht, nein. Okay, morgen, übermorgen, ja?
Was? Man sieht sich, gell? Bis in 5 Minuten. Ja, ich glaube, du hast einen nassen Zahn hinten links, ja? Guck mal nach deinem B7, ja? Wie bitte? Guck mal nach deinem B7, ja? B7? Ja, ist Backenzahn. Hast du ein bisschen nass hinten, ja? Mein okay. B7. Nee, dein Backenzahn ist ein bisschen nass, ja? Musst du ein bisschen aufpassen, ne? Damit der nicht rausfällt. Hallo? Hallo? Was geht ab? Nix so bei dir? Hallo? 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 Ey, was machst du dich kicherig über meinen Akzent, ja? Was? Was? Hallo? Hallo? Hallo, na? Na du? Was findest? Was? Was? Nochmal bitte, ja? Ich hab nichts verstanden, ja? Oh, ich auch nicht. Ich verstehe, wo du herkommst. Are you from Canada? Willst du mich jetzt hier rassistisch anmachen, oder was? Nein, das ist gar nicht rassistisch. Ich bin gar nicht rassistisch. Jeder, der meinen Akzent nachmachen will von Kalkutta, redet auf einmal wie komische Chinesen, was Restaurant aufgemacht hat für All You Can Eat, ja? Ich kann nicht nachmachen, das ist mein Akzent. Ich kann gar nicht machen. Du dein Akzent, ich mein Akzent. Ich kann die L ganz normal aussprechen, ja? Ich kann ganz normal L sagen, ja? Dann sag L. Was? Dann sag L. Wow, ich kann auch. Okay, und dann? Ich kann auch. Und dann? Und dann was? Und dann? Wir beide kann. Ich verstehe nichts, ja? Du sagst, du kannst sagen Elb. Ich kann sagen Elb. Okay, und dann? Oh. Hallo? 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 Na, was geht ab, ja? Was? Hallo? Hallo? Na, du, was geht? Hallo? Hallo? Wer kommt aus Frankfurt? Der auf jeden Fall nicht, der kam aus irgendeinem Scheiß Sachsen oder sowas. Oder nee, wie heißt das? Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen, ja? Nee, keine Ahnung, irgendein Schmutz. Auf jeden Fall nicht Berlin, alles andere ist eh Schmutz. Warte mal, also alles außer Berlin ist Schmutz oder was? Ja. Warum sagst du das? Weil das so ist. Naja, aber Hälfte von Berlin ist dann auch Schmutz, ja? Weil war früher Ossi-Bezirk, ja? Das stimmt. In welchem Bezirk wohnst du? Wohnst du auf die Ossi-Seite ohne Banane oder wohnst du auf die Westseite mit Banane? Mit Banane. Okay. Versi, Westside. Tupac. Okay, und wenn du mal einkaufen musst auf Ostseite, gehst du nicht, ne? Nein. Okay, und warum? Weil da ist Tram. Was? Tram. Straßenbahn. Ich fahre keine Straßenbahn, ich fahre nur U-Bahn. Okay, was ist der Unterschied? Eins über Erde, eins unter Erde. Naja, aber S-Bahn oder U-Bahn fährt ja auch manchmal... Nein, S-Bahn ist nicht Tram, soll ich das erklären. S-Bahn ist auf Gleise, Tram ist auf Straße. Verstehst du? Ja, aber die Berliner Trambahn, die ist ja auch auf Gleise, ja? Nur, dass die Gleise auf die Straße ein... Nee, ich komme aus Kalkutta. Ich habe ein Jahr in Berlin gewohnt, ja? Alter, Kalkutta? Ja. Krass, Mann. Heftig, du hast auf jeden Fall einen geilen Akzent. Ja, danke, ne? Aber manchmal, Leute lachen mich auch aus deswegen, ja? Ja, das ist ehrenlos. Aber kannst du mal was auf, Auf Hindu, ja? Ja. Hallo, mein Dick on au meranam Ranjirhai, ja? Verrückt. Okay, stabiler Typ. Und wo wohnst du jetzt? Ja, momentan wohne ich in Mannheim, ja? Ah, Mannheim. Das ist ganz unten, ja? Das ist ganz unten.
Hallo? Hallo? Ja, hä? Hallo? 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 Ja, was geht? Was geht? Was? Hallo? Hi. Hallo, ja? Ja. Okay, und dann? Alles gut. Okay. Ja. Und sonst so? Alles bestens. Und bei dir? Ja, auch, ne? Ja. Okay, und dann? Immer. Weil danach auch alles gut. Okay, und danach auch wieder alles gut, ja? Ja, ja. Immer. Okay, das freut mich, ja? Ja, mich auch. Und bei dir? Ja, bei mir ist nachher bestimmt auch wieder alles gut, ja? Das ist schön, ja, wirklich. Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich vom ganzen Herzen. Ja? Das erfüllt mein Herz und das füllt mein Herz komplett mit so Glücksgefühlen, Glückshormonen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, so Schmetterling oder was? Richtig krass. Nein, das sind so kleine Raupen. Richtig süß. So dicke Bienenmaden, ja? Bitte? So dicke Maden, ja? Ja, ja, ja. Voll süß. Die, was man für Angeln benutzt, ja? Ich weiß nicht, ich habe noch nie geangelt, aber so richtig so. So, hast du so. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber die sind so glibbrig und schleimig. Ja, Larven oder was? Und wenn die dann so in deinem Herzen dann rumschwimmen, das ist so richtig. Gefährlich, schön. Ja? Gesundheitsgefährlich, wenn irgendwelche Grabbelfische dein Herz herumgrabbeln, ja? Guck mal, wenn da so Sachen sind, die fressen ja alles auf. Und wenn du dann so Blutgerinnsel hast, ne, dann fressen die das alles, bevor du so Thrombose bekommst. Deswegen ist das eigentlich so voll gut. Okay, du meinst so Magen-Darm-Wurm oder was? Glückshormone sind richtig wichtig. Die sind echt sehr gut für die Gesundheit. Ja, und die Made, die frisst Blutgerinnsel und scheißt Glücksgefühle aus, oder was? Genau. So ist es. Genau so hast du auf den Punkt gebracht. Das ist ja widerlich. Wieso? Ist doch voll schön. Nee, ich lasse mir doch nicht von irgend so scheiß Made in den Bauch kacken, ja? Das sind nicht irgendwelche, das sind dann deine Maden. Ja, ob das meine Maden sind, ob das deine Maden sind, die sind ja ekelhaft glitschig, ja, und scheißen irgendwas aus, ja? Ja, aber das sind deine eigenen Maden. Ist mir egal, so, wenn ich kotze, ist das meine Kotze. Will ich deswegen Kotze nochmal fressen, oder was? Ja, aber du sollst das nicht kotzen, weil dann kotzt du vielleicht diesen Maden raus. Deswegen lass das lieber drin. Okay, wenn ich jetzt kacken gehe, ja, dann ist es in Ordnung, wenn man eigene Scheiße frisst oder was, weil es ja eigene Kacke nein, ist. Nein, das sollst du nicht essen. Nein, nein, guck mal. Bei Kacke ist das was anderes, weil das ist ja, diese ganzen Nährstoffe, die sind ja schon weg da. Weißt du, damit kannst du nichts mehr anfangen. Das kann ruhig raus. Und das, was da an Maden mit rauskommt, die sind ja schon tot. Deswegen brauchst du das nicht wieder rein. Verstehst du? Das also, kann ruhig weg. Die Made frisst tote Sachen und macht Glücksgefühle rein in den Bauch oder was? Ja, nein, die fressen Blutgerinnsel. Aber welcher Mensch hat Blutgerinnsel im Bauch? Nicht im Bauch. Ich hab doch gesagt, im Herzen. Wer hat Blutgerinnsel im Herz? Das hat, guck mal, du musst dir das so vorstellen. Die verteilen sich dann vom Herzen aus in den ganzen Körper. Die schwimmen ja in deinen Blutgefäßen. Ja, aber wie kommen die da durch? Das ist ja voll klein, ne? Und du hast gesagt, das ist dicke Made, ja? Ja, aber es gibt halt auch diese kleinen. Und die Großen bleiben im Herzen, die Kleinen gehen überall durch Vene, oder was? Diese großen Maden, es gibt nicht so viele, es gibt nur eine große Made, weil das ist die Königin. Die Mama-Made, ja? Genau. Und wo ist die Papa-Made? Ja, diese Kleinen, das sind alles Papis. Das ist so wie mit den Bienen. Es gibt diese eine Königin und dann gibt es da diese ganzen anderen normalen dann. Verstehst du? Sowas wie Massengangbang, ja? So etwa, ja. Das heißt, die macht Kinder und die Kinder ficken die und machen neue Kinder, oder was? So in etwa, ja. Das ist krank, ja? Das ist wirklich sehr, sehr krank. Eigentlich ja, eigentlich ja. Aber so ist das halt leider, ne, mit den Tieren. Da kann man
Das ist bei denen so in der Natur. Ja. Sind nicht so wie bei Menschen. Hey, wenn Menschen du mit mir über irgendwas reden magst, so, ja, dann sag mir das. Wissen, okay, dass mein Kind, das ist mein Enkelkind, das ist so, keine Ahnung, Tante, Onkel, aber Tiere wissen das nicht. Die sehen einfach nur, ach, männlich, weiblich. Fertig. Okay, also wenn aber du irgendwelche Probleme hast, ja, ich rede gern mit dir über alles, ja. Wenn du Themen hast oder so, ich mach das mit dir, ja. Weil guck mal, das ist doch viel gesünder, weil stell dir vor, wenn du so Blutgesundheit hast, ne, und du musst dann dein ganzes Leben so, keine Ahnung, ASF 100 nehmen oder du musst schon so Dings nehmen, wie heißt das, Makoma oder so, das ist nicht gut, weil es hat voll viele Nebenwirkungen. Dann nimmst du lieber so ein paar Maden ein und so eine dicke Mama-Made, ja? Ja, eine Mama-Made nimmst du dann. Gibt es schon so in Kapselform, da ist diese Mama-Made noch ein Baby, dann tun die das in so Kapseln rein und schluckst du dann runter und in deinem Körper geht die Kapsel, die löst sich auf und die Made fängt dann an, ne, zu essen und dann wird die groß. Ja, bleib mal kurz da, ich muss kurz scheiße, ich nehme dich mit, ja? Okay. Okay, warte kurz, ich muss wirklich kacken, erzähle weiter, ja? Ich muss aber jetzt auch kurz eine Tablette nehmen. Nimmst du Mama-Maden-Tablette, ja? Nee, das ist jetzt nicht, das sind jetzt Vitamine für die Mama-Made. Okay, ich geh kacken, du nimmst Tablette, ja? Okay. Okay. Zu, ja? So, ich hab Hände gewaschen, ja? Bitte? Ich hab Hände gewaschen, ja? Sehr gut. Das war so richtiges schwarzes Materietorpedo, ja? So auf Kubikzentimeter war das mindestens eine Megatonne, ja? Ach, aber gut, dass das jetzt raus ist. Ja, das ist wichtig mal, und richtig, mal, ja? Weißt du, das Problem ist, je länger das dann da drin bleibt, desto fester wird das dann und desto trockener. Also das Wasser wird ja dann entzogen immer weiter im Darm und irgendwann ist das richtig steinhart und dann geht das gar nicht mehr raus. Ja, wenn man zu lange anhält, ja, dann ist Furz trocken wie Wüste, ja? Bitte? Wenn man zu lange anhält, ist trocken wie Wüste, ja? Ja. Und dann kriegt man einen Darmverschluss davon. Das ist nicht gut, ne? Nee. Ja? Dann braucht man ein zweites Arschloch, ja? Ja,
Bitte? Dann braucht man ein zweites Arschloch, ja? Eigentlich ja, aber guck mal, irgendwann ist das so schlimm, dass du dann ins Krankenhaus musst und die müssen dir das rausholen. Wenn du so Darmverschluss hast, ist nicht so gut. Wie holen die das da raus? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, wahrscheinlich probiert man das erstmal mit so einem Kistier oder mit so einem Einlauf, dass da erstmal alles ausgespült werden kann. Staubsauger, ja? Es saugt nicht, sondern du führst da Wasser ein. Ja, wenn das aber fest ist, ja? Ich mach da Wasser rein, da ist nichts anderes wie 5 Minuten Terrine, ja? Das ist furztrocken, ich mach Wasser rein und dann? Nochmal was? Wenn ich trockene Kacke in meinen Arsch hab, ja? Ja. So, dann macht man Wasser rein, ja? Dann ist das, ja, dann ist das aber wie... Du kannst das ja erstmal probieren mit so einem Klistier, ja? Das ist so eine Lösung, das macht den Stuhl wieder weicher. Okay. Das kannst du erstmal probieren, das ist gut. Und die machen das da unten rein, oder was? Das machst du selber, ja. Muss ich einen Handstand machen, oder was? Dafür musst du nicht ins Krankenhaus, das kannst du zu Hause machen. Gehst in die Apotheke und dann kaufst du das so. Mikrolachs heißt das. Und dann führst du das ein. Und dann wartest du ein paar Minuten, also du musst versuchen, das so lange wie möglich zu halten. Maximal 5 bis 20 Minuten. Und dann sollte eigentlich alles raus. Zur Not kannst du eine zweite Tube nehmen. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, woher weißt du das? Bitte? Woher weißt du das? Woher weiß ich was? Dass man sowas mal reinmachen kann in den Arschloch. Weil das dafür ist, das steht ja auf der Packung drauf. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, ja? Wer kauft sowas und liest sich das durch, wenn er das nicht braucht? Nochmal was? Woher weißt du das, dass das auf die Packung steht? Hast du sowas auch mal gemacht? Ich hab das mal benutzt, ja. Für dein Arschloch? Ich war im Krankenhaus. Ja, guck mal, ich war im Krankenhaus. Ich war sowieso schon, keine Ahnung, 2 Tage nicht im auf Toilette. Ich glaube, ich hatte einfach nicht so viel gegessen. Auf jeden Fall, am dritten Tag war das so, dass ich eine OP hatte. Und da hatte ich war ja unter Vollnarkose und das ist normal, dass man nach einer Narkose dann Verstopfung hat. So, dann war ich, glaube ich, insgesamt 4 oder 5 Tage nicht auf Toilette. Und ich hatte dann schon richtig Bauchschmerzen gehabt. Ich habe so gespürt, dass ich so voll am Platzen bin. Ich dachte, mein Magen ist voll, aber eigentlich war mein Darm voll. So, auf jeden Fall bin ich dann zur Schwester gegangen. Ich habe ihr schon die letzten Tage schon davor die ganze Zeit gesagt, so, hey, ich habe so Probleme beim Stuhlgang, ich brauche auf jeden Fall was, ne, was zum Einnehmen. Dann sagt sie mir, nee, Einnehmen gibt's ja nicht. Ich so, okay, dann gib mir was zum Einführen. Da hat sie mir ein Zäpfchen gegeben. Zäpfchen hat nicht geholfen. Dann habe ich ihr gesagt, ich brauche noch eine. Ja, aber Zäpfchen macht doch genau das Gegenteil. Damit verstopfst du doch nur Ausgang, oder? Nein. Das ist ja mit diese Zäpfchen das Glycerol drin. Glycerol macht es auch weicher. Aber es war zu hart oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das war richtig schlimm. Dann bin ich wieder zu ihr hingegangen. Ich habe gesagt, ich brauche noch was. Sagt, die gibt's nicht. Ich so, ich brauche es aber. Ich habe ihr sogar gesagt, ich teile dir auch dieses Medikament, aber ich will es jetzt unbedingt haben. Und dann hat sie gesagt, die war voll nett, da hat sie gesagt, die geht in die untere Etage und dann holt die mir da was. Und dann hat sie mir das geholt und dann konnte ich auf Toilette, aber das war voll unangenehm, das hat richtig wehgetan, weißt du. Hast du das denn mit rausgekackt oder was? Was denn, die Flüssigkeit? Ja. Ja, das kommt ja wieder raus, klar. Das bleibt ja nicht da drin. Okay. Ja, und bei Babys benutzt man das auch, aber da nimmt man nicht Mikrolachs, sondern Babylachs. Die trinken das, und, ja? Nein, das führst du auch ein. Bei Baby oder was? Ja. Um Gottes bei Willen, Kinder, ja? Bei Babys, hä? Um ist Gottes Willen. Guck mal, wenn du Verstopfung hast und was über den Mund nimmst, so Tabletten oder Tropfen oder was auch immer, dann dauert das bis zu 12 Stunden, bis die Wirkung da ist. Weil das musst du erstmal schlucken, das muss sich auflösen, dann geht es in deinen Körper, es geht überall durch und irgendwann kommt es im Darm an und dann fängt es erst an zu wirken. Das dauert sehr lange. Okay. Und Zäpfchen ist halt gut, weil ne, 5 bis 10 Minuten, zack rein und dann ist alles raus.
Wie hast du dich dabei gefühlt, als du auf Klo warst und alles ist einfach rausgefallen? Es war sehr schmerzhaft. Es hat wirklich wehgetan. Weil es war immer noch hart. Das ist als Kugel rausgekommen, oder was? Nicht als Kugel. Ganz normale Stuhlgang halt. Aber es war halt... Guck mal, es ist voll unangenehm, wenn ich dir das sage, aber... Ich meine, diese Grenze wehgetan, sind wir hinweg, ja? Ich geblutet habe, hm? Über diese Grenze von unangenehm sind wir schon hinweg, ja? Das stimmt schon. Ich glaube schon mit dem ersten Satz. Aber ich sag so, ich hab dabei geblutet. Okay, das tut mir wirklich leid, ja? Ja, das hat wehgetan, ja. Das war echt sehr schlimm. Was war dein größter Schiss? Immer viel trinken. Wasser trinken, ja? Ja, was war dein größter Schiss so von Durchmesser? Mein größter was? Dein größter Kackhaufen so von Durchmesser, ja? Ich hab's noch nie gemessen, aber wenn ich das nächste Mal irgendwie was habe, dann kann ich ja mal messen. Ich meine so Augenmaß, ja? Hast du schon mal so rausgedrückt, dass du dir gedacht hast, ja, wo kommt das denn raus da? Ich guck mir das ja nicht an, weißt du? Wie, du guckst nicht in Toilette nach Spülen oder so? Ich hab nicht geguckt, aber ich kann das nächste Mal für dich machen. Ich guck immer, wenn ich groß mache, ich guck mir immer an, dann spüle ich und dann guck ich nochmal, ob wirklich alles weg ist, ja? Guckst du so, ob du da was für ein Kunstwerk du da gemacht hast, ne? Ja, einmal das und zweite Mal, ob da irgendwas drin ist, was da nicht reingehört, ja? Ach so, ja, okay, verstehe. So wegen Nachkontrolle, ja? Wegen den, guckst du mal nach, dass die Muttermate da nicht drin ist, ne? Die Königin. Ich guck da generell rein, ja? Ja, aber es kann ja sein, dass die auch mal aus Versehen mit rauskommt, so lebendig. Wie soll die von mein Herz kommen in meinen Arsch, oder was? Kann passieren, weißt du, wenn die sich verlauft in deinem Körper, wer weiß, passiert. Kann man nicht beeinflussen. Ja. Das ist ja, sehr krasses passiert. Thema, ja? Das ist sehr, sehr krasses Thema, ja? Ja, das stimmt. Aber guck mal, wir sind nicht so wie die anderen, weil andere Leute kommen hier hin, die reden über so, die machen nur Quatsch, die lachen die ganze Zeit nur oder beschimpfen sich gegenseitig. Aber guck mal, wir reden über ernste Sachen, so wichtige Themen im Leben. Ja. Ja, das ist richtig, weil guck mal, ich muss schon sagen, diese Unterhaltung, die ist echt sehr interessant, weil man kann nie wirklich mit jemandem so über so wichtige Themen sprechen. Ja, über Scheiße oder so, ne? Ja, also, dass man mal über sowas redet, das ist schon gut. Über Kacke reden hilft immer. Weil die anderen Leute hier, die sind so richtig kindisch, die kommen hier rein und eher einfach nur beschimpfen und lachen und keine Ahnung. Also es tut echt gut, mal ernsthafte Gespräche zu führen. Ja, du hast mich sehr inspiriert und vielen Dank für dein Gespräch, ja? Okay, dann vielleicht reden wir nächstes Mal über Kotze, ja? Was? Vielleicht reden wir nächstes Mal einfach über Kotze oder über Pisse oder sowas. Würde mich auch freuen. Kann man machen. Ja. Aber ich kann nicht mehr. Ich bin schon richtig krank. Das war schon nice. Das war schon nice. Ja. Ja. Jetzt erzähl mal. Wie? Na egal, scheiß drauf. Wie? Wie musst du so irgendwo lachen? Wie konntest du die ganze Zeit so ernst bleiben? Keine Ahnung, ich habe das einfach gefühlt, so diese Unterhaltung, so dieses Thema, da war ich einfach voll drin. Okay. Also nach zwei Sätzen habe ich wirklich gedacht, dass du das ernst meinst mit dieser Made, ja? Aha? Nach zwei Sätzen habe ich gedacht, du meinst das ernst mit der Made und da wollte ich nicht lachen, weil ich dir kein ungutes Gefühl geben wollte, weil wenn du da wirklich dran glaubst, dann... wie süß von dir. Nee, also das ist, ne, wenn jemand was glaubt, dann muss man ihn das glauben lassen, ne? Wenn es dem besser geht damit. Guck mal, ich kann offen über Kacke reden, über Kotze auch, guck mal. Es ist wie mal beruflich, ja? Kommt vor. Du bist Altenpflegerin, ne?
Nein, ich bin Apothekerin. Achso, das wäre mein zweiter Tipp gewesen, weil du hier die ganzen Medikamente kennst. Ja, ja. Okay. Ich bin nur gewundert, warum du die ganze Zeit gespielt hast. Ja, warum nicht? Das war auch lustig. Ja, war sehr unterhaltsam. Muss man ehrlich sagen. Es war zwar irgendwann wirklich übertrieben eklig, aber wir sind nicht rausgekommen aus den Rollen. Wir waren die ganze Zeit drin. Richtig professionell. Ich war wirklich kacken, ne? Glaub ich dir, ja. Glaub ich dir. Nee, das war wirklich echt. Also da habe ich nie angelogen. Das ist okay. Ja. Ich hoffe, du hast dir wirklich die Hände gewaschen. Ja, natürlich, ich wasche mir immer die Hände, ne? Weil meistens reicht das Klopapier von der Breite her nicht aus, weißt du, dann bleibt die ganze Suppe kleben und dann muss ich eh die Hände waschen. Aha, aha. Interessant. Erzähl mal, wie heißt du? Wie ich heiße? Ich heiße Patrick. Patrick? Ja. Wie alt bist du, Patrick? Momentan bin ich 21. Momentan? Was meinst du damit? Ja, nächstes Jahr bin ich 22, ne? Wann? Nächstes Jahr bin ich 22 dann. Ach, nächstes Jahr? Ich dachte, mit demnächst meinst du jetzt, du hast jetzt in ein, zwei Tagen Geburtstag. Nee, das Alter ist ja eine Sache, die sich eigentlich immer ändert, ne? Deswegen habe ich gesagt, momentan. Ja, schon. Aber okay. Gut. Ja. Und du? Ich bin alt. Schätz mal. 19. Ich hab gesagt, ich bin alt. 20. Alter, viel älter. Was? 30. Respekt. Danke. Also, die Sache ist, weil ich halt noch... Also, ich meine, gut, ich habe ja gesagt, ich heiße Patrick, ne? Dass du da nicht gefragt hast, wie, du bist keine Frau. Ja, das fand ich schon... Das hat mir schon sehr geschmeichelt. Keine Frau? Ja, normal denken alle immer, ich wäre eine übergewichtige polnische Prostituierte oder sowas. Das sieht gar nicht an wie eine Frau. Was? Das sieht sich überhaupt nicht an wie eine Frau. Das ist echt nett von dir, ja. Also, ja, danke. Hä, wieso? Wer sagt denn, dass du dich irgendwie als wie eine Frau? Jeder. Hä? Ja. Okay. Oder machst du hier gerade eh so ein Spiel, du bist eigentlich eine Frau und stellst dich als Mann? Nein. Okay. Komisch, ja. Auf jeden Fall, ich habe mich jetzt gerade hingelegt. Falls du auch sagst, du plötzlich ein Schnarchen hast, tut mir leid. Ich bin irgendwie schon echt sehr müde. Und ich könnte aber nicht jeden Moment einschlafen. Ja, also wie gesagt, ich fand das Gespräch über Scheiße sehr interessant, ja. Und ja, dann sag ich mal gute Nacht, ja? Kann man mal wieder machen irgendwann. Dann suchen wir das ein anderes Thema. Ja, wenn der Zufall es zulässt. Hm? Wenn der Zufall es zulässt. Mhm. Ja. Okay. Dann gute Nacht, ne? Hallo? Oh. Gute Nacht. Ja. Was? Ach, siehst du? Willst du mir nicht beim Knarschen hören? Auf gar keinen Fall. Dann werde ich auch müde. Oh. Kann man wirklich nicht müde werden? Was? Willst du nicht müde werden? Ich will nicht müde werden. Ich muss wach bleiben. Ja? Okay. Dann gute ja. Nacht, ja? Nacht, ich schlaf gut. Du auch, ciao. Ciao. Leute, das war anders cringe, weil eigentlich wollte ich nur reintrollen, ja, und keine Ahnung, ich wollte da jetzt nicht so in diese Materie hin, ihr habt über Scheiße geredet, ja, Leute, ich habe eine Freundin. Ja, das war mir richtig unangenehm gerade irgendwie, weil wir erst über Scheiße geredet haben, ja, und dann auf einmal kommt die an mit, ja,
willst du mir nicht beim Einschlafen zuhören? Und ich das so, nee, ich will eigentlich nicht, ich will jetzt eigentlich weiter, gute Nacht, ja. Die war schon lustig und so, ne? Also man konnte schon mit über Scheiße reden, ne? So, über Scheiße reden ging. Ja. Das war schon lustig, ja. Aber, nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja. Ich darf mir gleich was anhören. Ich darf mir gleich was anhören. So. Was, du hast nichts falsch gemacht? Ja, nee, was, der Chat ist echt enttäuscht? Ja, du, das ist mir egal. Jeder ist von mir enttäuscht. Ja. Hallo? Doch, Schmutzpickel. Ja, und jetzt bin ich wieder der Arsch. So. Ja. Was soll ich machen? Hallo? Eieiei. Was, kannst du Frauenstimme machen? Nee, ich bin heißer, ich bin irgendwie kaputt. Ja? Ich fand das Gespräch auch cool. Wir haben über Scheiße geredet und über irgendwelche Mama-Maden. Ja? Junge. Ja, wie gesagt, ich finde das jetzt auch kacke. Ja, hier, da kriegt man direkt geschrieben, mit Weibern telefonieren und so. Ja, jetzt kriegt man wieder keine Antwort. Ja. Das ist halt schwierig. Ja, als hätte ich hier onstream irgendwelche Mullen angerufen und hätte mit denen rumgeflirtet. Ja, was gar nicht der Fall ist. So, ich war im Base-Chat, ich hatte 10 Leute an der Strippe, die mich die ganze Zeit beleidigt haben. Dann ist man eine da, mit der man über Kacke redet, ja, wo das ein bisschen witzig ist, wo ich gesagt habe, ich bin Patrick und 21 Jahre alt. Nee. Wir wechseln das Thema, wir machen jetzt irgendwas anderes. Ja, Leute, ihr könnt gerne auf den Teamspeak kommen jetzt. Ja, kommt auf den Teamspeak. Junge, auf welchem Teamspeak bist du wieder, Flo? Was? Was machst du? Nix. Guck deinen Stream. Und pass auf. Und dann? Bann ich Leute weg. Und dann? Das ist mein Hobby. Okay, das ist dein Hobby, ja? Ja. Ja, und das erfüllt dich voll und ganz, oder? Ja, seit 3 Jahren. Du, nein, machst das nicht schon seit 3 Jahren. Das stimmt, 1 Jahr. Ja. Ja, Leute, wir reden im Stream nicht über das Thema. Das Thema ist beendet. Ja, denk dran, privat ist privat, ne? Privat ist privat, ja. Wir setzen jetzt hier den Nullpunkt und überlegen uns was Neues Cooles. Ja, fertig. Wer da redet, wir könnten Minecraft spielen. Wir könnten ein Jump'n'Run oder sowas bauen. Leute, wer von euch... Du wolltest doch diesen Wettbewerb machen. Ja, wer von euch möchte 20 Euro Steam-Karten gewinnen? Wir haben noch 3 Stück. Wer von euch hat Bock? Wer von euch hat Bock? Ja? Was? Das ist der Typ, der mich weggebannt hat? Nee, ich glaube, du meinst Marcel. Ja, ich glaube, du meinst Marcel. Ich weiß nicht, ob ich durchziehe.
Ich verlasse mich alle auf meinen gutesten, bestesten, guten Freund Flo, dass der mit mir zusammen jetzt noch wach bleibt bis heute Abend. Demo-Gamer, nein, das ist im Discord. Was war das? Gemeinsam rappen? Ja, komm, komm, wir rappen ja, ein bisschen. Ja. Ja, komm, hau mal raus, du, hau mal raus, du. So, jetzt kannst du rappen, ja? Hm. Was war das? Gemeinsam rappen? Ja, komm. Och, Junge. Hallo, da bin ich. Ja, du musst den Stream muten. Ja, hört ihr mich alle? Wir hört's noch alle, ja, wir hören's alle. Ich muss mal ran. Ja, für den Ton, dass ich euch auch höre. Ich höre euch gerade nicht. Wenn ihr bitte mich hört. Yeah. Yeah. Okay, na egal. Ja, dann rapp ich was. Ja, rapp mal was, ja? Dass ihr mich hören könnt. Ich rappe über Marco, doch ich bin kein Falco. Marco ist Chef von Marcos Talk auf YouTube. Und wir Chatmods unterstützen ihn und sind keine Noobs. Sind eine Familie aus 7 Chatmods mit Marco, unseren Anführer. Wir halten zusammen und machen keinen Rückzieher. Marco, Heiko, Marco, Gregor, Ju.